Danke. Also. Guten Morgen, Leute. Heute fahre ich nach Deutschland und ich dachte mir, ich nehme euch mit. Und wir fahren mit der Fähre über Dover und dann nach Calais und ich glaube noch dann durch die Niederlande und Belgien und natürlich Frankreich. Und ja, das ist, was ich bis jetzt gepackt habe. Also einfach ein paar Hosen und Pullis, weil es kalt wird noch, und ein Notizbuch, und das muss ich noch austun und in mein Handgepäck tun. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal duschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt geduscht und habe noch eine kleine Tasche gepackt als Handgepäck. Und ich habe mir so ganz gemütliche Sachen angezogen, so ein Schlabber-T-Shirt und eine Jacke und noch Jogginghose. Ja. Weil, wenn man so lange Auto fährt, weil wir fahren echt lange Auto jetzt, ich glaube 14 Stunden vielleicht, und sind vielleicht so Dinge, also wir sind auf jeden Fall den ganzen Tag ungefähr unterwegs. Und ich habe mir so ein süßes kleines Kissen. Ist das nicht süß? Darauf werde ich unterwegs liegen. Ich sitze jetzt gerade im Auto und wir wollten eigentlich vor einer Stunde losfahren. Aber irgendwie ist es bei meinen Eltern immer so, dass wenn sie sich einen Zeitpunkt setzen, dass sie dann ungefähr immer 2 Stunden später fertig sind. Was ziemlich nervig ist, weil ich bin immer dann fertig, wenn sie gesagt haben, dass wir fertig sein müssen. Und dann muss ich noch 2 Stunden warten. Aber naja, gibt Schlimmeres. Wir gehen jetzt aufs Klo, weil wir noch 1 Stunde lang warten müssen. Und dann kommt unsere Fähre. Meine Haare sehen schön aus. Besser, aber meine Haare sind immer noch nass, weil ich ja schon mal geduscht habe. Ein Kokosnuss Karamellkaffee geholt bei Costa. Und jetzt müssen wir uns ziemlich beeilen, weil gleich die Fähre kommt und wäre ziemlich scheiße, wenn wir die verpassen würden. Also. Aber ist das nicht süß, diese Verpackung hier? Das ist süßes Schmuck von dem Haus. Ich finde es so niedlich. Schaut mal, wie sexy der aussieht, der Typ. Schick, schick, schick. Ist die nicht schön? Schön, ja. In Frankreich, über die Grenze gefahren und dort ist es nämlich hübsch. Dieses Glas ist voll dreckig, aber so. Ich wollte mir eigentlich ein veganes Sandwich kaufen, aber die haben keine. Und da ist wenigstens kein Hühnchen drin, weil in allen den anderen ist Fleisch drin. Aber naja. Und an der Stelle würde ich den Vlog auch beenden. Tschüss.